Moin, bitte meine Willkommen zurück zu einer Folge Maggies, der Ich hatte damals schon Probleme mit dieser Anfangsaussage, aber inzwischen... Na gut, ich schließe kurz die Tür und beginne mal die Folge. So, ach ja, ich werde jetzt hier selbst Musik einblenden. Sag mir mal, was ihr davon haltet. Also ich habe das ja damals schon mal gemacht, aber dann wurde ich plötzlich zu voll dafür. Dann wollte ich es wieder machen, dann habe ich leider vergessen, hier die Musik auszustellen. Und jetzt versuche ich es mal wieder. So, und wenn ich ganz gut bin, dann werde ich euch diesmal nicht, wie beim letzten Mal, als ich das versucht habe, die Rohdatei schicken, hochladen, sondern ich werde auch das Richtige hochladen. Na gut, mal schauen, so. Erste positive Ding hier. Ich bin fast Level 34. Zweite positive Ding hier. Es gibt kein zweites positives Ding. Stattdessen gibt es noch ein negatives Ding. Jan hat mich hier im CV überholt. Ja, wieder mal. Der hat sich seinen Platz als ersten Platz zurückgeholt. Und jetzt hier etwas, wovon ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Ich bin jetzt Anführer der Taktik Lami. Der hat mir den Titel gegeben mit der Aussage, ich wäre geeignet als er. Na gut, aber sobald er irgendwann wieder will, kriegt er wieder hier Anführer. Na gut, dann aber... Ich bin nicht hier, um euch den Clan vorzustellen. Nee, nee. Ich bin hier, um mal in den Kriegsorg zu gucken und euch den letzten Clankrieg zu zeigen. Der war einfach so fucking knapp und wir waren in diesem Clankrieg so fucking beschissen. Also glaubt ihr nicht. Na gut, jedenfalls hier. Ich glaube, meine neue Base für TA9 ist übrigens eine neue andere Three-Star Base. Muss ich mir im Hinterkopf behalten. So, und... Jo, in diesem Clan haben sehr viele Leute einfach den Befehl nicht gehorcht. Deshalb gibt es ja jetzt auch die Regelung, wer mir nicht gehorcht, beziehungsweise dem Typen, der die Taktik schreibt, da kann ich mal gucken, vielleicht will der Jan ja irgendwann als Ausgleich dafür, dass er nicht mehr Anführer ist. Wer dieser Person nicht gehorcht, wird aus dem Clankrieg ausgeschlossen. Jo, wundert mich eigentlich, dass wir das nicht schon viel früher so gemacht haben. Da! Der... Wisst ihr, was der Befehl war? Der Dennis sollte hier die, Nummer... Das ist von dem jetzigen CVG da, genau. Der Dennis sollte die Nummer 7 und die 8 machen. Stattdessen hat er die 4 und die 1 gemacht und bei beidem verkackt. Na gut, egal. Ich hoffe mal, das passiert ihm nicht nochmal. Wird's auch nicht. Oh, jetzt muss ich hier wieder auf den Kriegslog gehen. So, hier, Clans. Nee, mein Clan. Nein! Stopp! Ach ja, wir sind bald Level 4, genau. Jetzt haben wir mal schon Level 4. Da werde ich ihm nächstes auch mal wieder ein CV zeigen, wenn es sich anbietet. So, dann gucken wir mal hier. Gucken wir jetzt... Och nee, Dennis, was tust du da? Ich will dich nicht aus dem CV rausschicken müssen. Ausnahmen gibt's bei uns nicht. Jeder Mensch ist vor Gericht gleich, aber ich will dich nicht wegschicken. Na gut, mal gucken. So, ich hoffe mal, der wird mir keinen Grund dafür geben. Also, weil wenn Dennis aus dem CV rausgehen müsste, das wäre bitter. Und das nicht nur für ihn, für alle. Lol. So macht man seinen Giftzauber unnötig. Ja gut, er hat sich wahrscheinlich vertippt, das passiert mir auch immer wieder. Deshalb spiele ich auch am PC. So, aber selbst am PC vertippe ich mich in letzter Zeit etwas. Ah. Wäre der Mauerbrecher wirklich noch durchgegangen? Der hätte vielleicht sogar einen Stern bekommen. Na gut, versuch es was doch wert, denn es sah doch nicht so übel aus, wie ich zuerst dachte, wenn man bedenkt, dass ein Rathaus über dir ist. So, dann gucken wir uns mal hier einen sehr erfreulichen Angriff an, einen Three-Star-Angriff von mir. Auf den bin ich so stolz. Aber hier anhand dieses Beispiels, wartet, ich habe jetzt zwei Sachen ausprobiert. Erdbebenzauber und Sprungzauber. Mit dem Sprungzauber habe ich gefailt. Aber ich weiß nicht, ob es am Sprungzauber lag oder einfach nur schlicht an mir. Aber naja, Erdbebenzauber gefällt mir ehrlich gesagt lieber. Es verbraucht auch mehr Platz. Aber ich kann mir da auch mehr Zeit lassen. Naja, ich weiß nicht. Wir müssen nachher mal gucken bei dem Zweitangriff, woran der gescheitert ist. Aber je nachdem nutze ich dann ab jetzt immer Erdbebenzauber, einen Flugzauber, einen Heilzauber. Oder ich nutze den Sprungzauber, zwei Heilen, einen Flug. Müssen wir mal gucken. Es ist ja alles variabel, Leute. Ich muss es halt nur im Hinterkopf behalten, dass der Erdbebenzauber extrem OP ist. Mit dem habe ich auch letztens schon im Alleingang, als meine Zauberfabrik halt noch am Upgraden war, habe ich mit dem Erdbebenzauber, ohne jeden anderen Zauber, abgesehen vom Giftzauber, schon gut getoostert. Deshalb, hey gut, leider mal gucken. Vielleicht nehme ich ab jetzt auch den Wutzauber überhaupt nicht mehr mit und nur noch einen Heilzauber. Also nur noch zwei Heilzauber. Ja, und wenn es dann halt gegen Rathaus 9 einen Kampf sieht, dann halt den Frostzauber. Da kenne ich nichts, da werde ich cool, Leute. So, hier habe ich nur eine Two-Star bekommen, 76%. So, ich glaube, hätte ich hier im Päckern statt Riesener Klammbuch gehabt, hätte ich da sogar noch was reißen können. So, bäh! Da, der Jumpspell. So, das hat schon super geclaimed. So. Boah, und genieße schon die epische Kriegsmusik. Ja gut, vielleicht war es doch nicht die Schuld des Jumpspells. Ich habe einfach die Packers viel zu spät gesetzt und die Golems haben auch kaum für die Magier getankt. Nee, ich kann nicht alles auf die Spielmechanik von Clash of Clans. Da! Das war zum Beispiel ein anderer Fehler.
Na gut, ich kann aber nicht alles auf die Spielmechanik von Clash of Clans schieben. Leider. Aber Supercell war es, glaub's mir doch. Na gut, egal. So, aber es ist schon krass, wie sehr die Königin einfach mad hat. Das ist natürlich auch bitter. Na gut, aber ich habe auf jeden Fall noch ein paar Prozesse bekommen. 75% mehr sogar, das ist ansehnlich. Ah ja, da ging mir sogar die Zeit aus. Deshalb ist die Königin noch nicht komplett gestorben. Jo, ich werde die demnächst auf jeden Fall mal auf Level 4 tun, dann auf Level 5. Die Queen lohnt sich. Die Queen ist eines der besten Sachen hier. So, der Frecky auf die Nummer 4. Hier das Witzige. Ich habe mit Frecky eine Wette abgeschlossen. Weil ich ihm eigentlich schon 5 empfohlen habe. Ich habe ihm gesagt, wenn er die Nummer 4 nicht restart, dann muss er jetzt immer meinen Befehlen gehorchen. Beziehungsweise darf keine Widerrede mehr geben. Mit ihm konnte ich sicher verhandeln, anstatt mit dem, also nicht so wie mit dem Dennis, der hat ja einfach angegriffen. Aber mit dem Frecky konnte man noch verhandeln, deshalb verzeih ich ihm das auch. Das heißt, er verzeihen, ich habe mit ihm halt die Wette gemacht. Boah, da gibt's nichts zu verzeihen. Jedenfalls, ja. Und da hing es jetzt wirklich am Seitenfaden. 3%, ich glaube, ein, zwei Gebäude wären es noch gewesen und er hätte die Wette tatsächlich gewonnen. Und Leute, ich sag euch, es gab nie einen Fall, in dem ich es mir wirklich sehnlicher gewünscht habe, jemals eine Wette zu verlieren. Das ist bis jetzt noch nie vorgekommen. Das könnt ihr mir glauben. Und da hing es jetzt wirklich am Silberfaden. Na gut, oh, der Knus ist wieder aus dem Clan. So. Zwei Gebäude und hätte er gewonnen. Das war so bitter. Na gut, der Manny. Jo. Es war nicht Mannys Schuld, dass er nur einen Two-Star bekommen hat. Es hat zwar gereicht, aber es war nicht seine Schuld. Letztendlich lag die Schuld daran, eigentlich bei Frecky und mir. Das war auch witzig. Lag die Schuld bei Frecky und mir, weil wir ihm nichts in die Klammerung geben konnten. Und ja. Hätte es gab ja den Two-Star gemacht. Wir haben ihm den Two-Star letztendlich auch hier zugestellt. Offiziell hat er einen Two-Star gemacht. Nee, inoffiziell hat er einen Freestyle gemacht, offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, ein inoffizieller Freestyle ist besser als überhaupt kein Freestyle. So. Ja, seht ihr, hätten wir ihm einen Packer Level 3 in die Klammer gegeben, hätte es noch gemattert. Er hätte ja noch den Freestyle bekommen. Na gut, egal. So. Dann gehen wir jetzt weiter auf den Angriff zur Nummer 6 von dem Manny. Das ist immer interessant. Die Leute schaffen die höheren Nummern einfach besser als die niedrigeren. Ja gut, komm Manny, zeig uns, was du getan hast. So. Na gut, wir haben den Zivil letztendlich gewonnen. Also, wir können noch so schlecht sein, gereicht hat es trotzdem. Ah, hier hatte der Manny auch einen entscheidenden Fehler gemacht. Wobei, es leben beide Golems noch, auch wenn sie heftig geschwächt sind. Wann ist sie gescheitert? Ach, an den Minenwerfern. Und weil der König ausging. Ja, weil der König umgegangen hätte, noch den Booster bekommen. Boah, der eine Magier. Hätte der König nur etwas länger überlebt. Oder wäre der Golem etwas früher runtergekommen. Na gut, ein Stern auf jeden Fall. Der hat eine Menge an Loot bekommen. Und darum geht es den Zivils immer noch am meisten neben den Planix-Boostern. Es geht einfach um den Loot. So, dann gucken wir mal weiter. Den Angriff auf die Nummer 7 vom Frecky. Oh, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Bäh. Geleistet. Ja, also Leute, wir sehen, es war eine richtige Herausforderung für Frecky. Also der Two-Star, der hing wirklich am seidenen Faden. Da seht ihr, der Drache hatte schon fast alle seine Golems getötet. Oh, den Jumpspell hätte er aber besser sitzen können. Das muss man noch sagen. So. Na gut, letztendlich sind sie alle in die Mitte gekommen. Also, das war eine richtige Herausforderung für Frecky. Oh, wie knapp das einfach ist hier, diese Nummer. Ja gut, aber damit als Nummer 3, Nummer 7 anzugreifen, damit hat der Frecky auch wirklich was geleistet. Ja, der Frecky ist auch ein harter Typ. Deshalb nennen wir ihn auch so. Sein Spitzname ist ja hier ein kleiner harter Typ. So, das hier war eigentlich die Nummer, die, glaube ich, der Dennis angreifen sollte. Na gut, die blieb halt ungetwistert, aber das hätte wirklich den CW ausmachen können. Also, das ist schon krank. So. Die hatte... Ah ja, der Jens. So. Ja, das ist ja, finde ich, auch was Nices. Also hier, die Klangkriege greift jetzt, oder insgesamt die Klang greift jetzt immer mehr mein Relive ein. Weil hier den Ice of My Soul, den Jens hier, den Mr. den Herr Spanks und ein Neuling hier, den Timo, die kenne ich alle aus dem Relive. Auch was Feines. So.
25%. Souveräne 25%, mit denen ein Gegner gefickt hat. Ja, oder zumindest angebumst. Ah, hier kam Marcells Angriff ins Spiel. So. Ah! Minions! Ah! Okay, das ist krass. Das hätte man nicht besser hinbekommen können mit Minions. Jo, da hat er mit Dralun angegriffen. Dralun braucht er noch etwas Übung mit. In den letzten CW hat er da nämlich mit gefailt. Aber ja, die Übung kommt langsam. Er hat auf jeden Fall einen TH 7er damit jetzt gemeldet. Und der ist ja gerade auf TH 8 hochgegangen. Also von daher. So. Aber ich bin jetzt sehr gespannt. Hier gibt es jetzt auch eine interessante Rivalität. Der Boss nämlich ist auch durch TH 8 geworden. Und geht jetzt etwas weiter hoch. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wer von den beiden die U-Bahn behält. Das wird richtig cool. So, dann gucken wir uns mal hier noch den Angriff an auf die Nummer 10. Kotz. Na, habt ihr schon mal feuerkotzende Drachen gesehen? Nee, ja, dann habt ihr noch mehr gleich auf Clans gespielt. So. Ja, also Dralunieren, das räumt auf jeden Fall richtig auf. Das muss ich mir auch merken. Weil man das geil ist, demnächst kann ich hier Lavalunieren nehmen. Boah, ich freue mich schon drauf. Wie viel kostet das eigentlich auf? Ja, habe ich ja passt. Ist ja günstig. Ja, werde ich auf jeden Fall noch die zweite dunkle Kaserne machen, damit ich da auch Hexen habe. Und dann werde ich mir auf jeden Fall noch die Lava-Hunde holen. So, und dann habe ich alle Truppen freigeschaltet, die es nicht gleich auf Clans gibt. Abgesehen vom Grand Warden. Ach ja, genau. Und dann muss ich hier noch das einmal upgraden. Und dann geht es nur noch um die Levels, Leute. Nur noch um die Levels. Aber gut, darüber wollen wir jetzt gar nicht diskutieren. Anstattdessen mache ich jetzt aus. So, den Klangkrieg habt ihr gesehen. Bis dann, Leute. Tschö. Bis zum nächsten Mal.